Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Wunderbar, dass ihr wieder da seid. Wie versprochen ist es Sonntag und ich habe mit dabei den Martin. Hallo. So, ja Martin, komm mal mit. Ich zeig dir mal, was ich letzte Folge gemacht habe. Ich weiß gar nicht, ob du dir das angeguckt hast. Sag jetzt ja, du hast es gesehen. Habe zumindest gehört, wie du gearbeitet hast, glaube ich. Aha, wie gehört. Okay, also wie gesagt, also ich will jetzt mal zumindest mal den Keller ausbauen, dass das hier mal alles wegkommt jetzt, ja, dass wir hier wenigstens mal einen gescheiten Raum jetzt zumindest schon mal haben und vielleicht schaffen wir es sogar noch oben, vielleicht das Häuschen mal zumindest mal die Wände zu stellen und die erste Decke. Ja. Das fände ich persönlich eine recht coole Sache. Hältst du davon? Ja, ich bin dabei. Das ist schon mal fein. Ich hoffe, dass unser Stützpfeiler da in der Mitte jetzt hält, den wir da gebaut haben. Das werden wir dann schon feststellen. Ja, es wäre sehr schade um die ganzen Items oben drin, aber naja. Wir werden es ja gleich merken. Aber ich glaube, das ist vielleicht recht sinnvoll, wenn wir erstmal hier die eine Decke da durchziehen, dass wir da wie so noch so einen Träger quasi drin haben. Weil ich habe eigentlich ehrlich gesagt keinen Bock, dass uns die Decke auf den Kopf fällt. Das wäre extrem schade. Habe ich das natürlich hier genauso mittig gemacht? Na, ist ja eigentlich egal. So. Ich hoffe, es reicht. Habe so ein bisschen Pipi in den Augen. Wobei ich jetzt auch ehrlich sagen muss, ich habe jetzt noch gar nicht nach der Integrität geguckt von den Bricks. Das habe ich jetzt irgendwie vergessen. Lass uns einfach mal überraschen. Ob es hält oder nicht. Du bist auch gespannt, gell? Ja, ich überlege schon die ganze Zeit, in welche Richtung ich wegrenne. Das ist jetzt dann, glaube ich, egal. Weil wenn es fällt, da kommst du da eh nicht so schnell weg. Oder? Boah, kommt drauf an, wie du baust. Ach komm, ich will's wissen. Mach's da einfach weg jetzt. Es scheint zu halten hier. Also können wir das ganz beruhigt wegmachen. Wunderbar. Frage ist halt, ob wir nicht trotzdem noch irgendwie so einen Stützpfeiler dann hier hinten oder nochmal in die Ecken machen, weil wenn wir oben drauf bauen, weiß ich nicht, wie sich das halt verhält. Eigentlich müsste es ja halten. Du wolltest ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, für jeden so einen Privatraum machen, ne? Ja, aber im ersten Stock, ja. Ja, das ist logisch. Genau. Das ist logisch. Also wobei ich sagen muss, der Schnee geht ja relativ gut weg, aber wenn ich mir an die ganze Erde hier vorstelle, die da noch weg muss, das wird noch witzig.
Oder wir warten halt wirklich, bis wir einen Bohrer gefunden haben, dass es relativ zügig geht. Und bauen dann quasi erstmal oben fertig. Was hältst du davon, Martin? Naja, gut, es ist ja jetzt hier nur eine Erdschicht, oder? Ja, aber da musst du auch ein paar Mal draufhauen. So, haben wir hier noch Bricks? Da haben wir noch welche. So, hast du nochmal angemacht oder war das noch von mir an? Ja, ich hab nochmal angemacht. Okay. Gut. Dann müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht auch einfach mal auch mal das ganze Zeug aus unserem alten, aus unserer alten Hütte einfach mal noch hier rüber kriegen, ne? Ja, gut. Ich meine, da liegt ja auch noch was. Inzwischen haben wir ja hier alles, was wir brauchen. Ja, muss halt mal gucken, was da drüben noch so liegt. Weiß es nicht. Außerdem, wenn hier wenn es hier einstürzt, ist es besser, wenn wir drüben noch was liegen haben. Ach so. Ja, da gebe ich dir recht. Meinst du, dass wir da nicht ganz nackt dastehen? Genau. So. Wir haben endlich mal was, was nach einem Raum aussieht. Ich bin begeistert. Ich habe zwar keinen Kaffee, aber Bier haben wir wenigstens noch. Na dann, hier rein und ab geht's, ne? Puh. Willst du das Stück für die Mauer auch noch mit untergraben oder eigentlich ist es doch egal, oder? Eigentlich ist es egal, ja. Siehst du ja von innen nicht. Ja. Das typische Motto auf dem Bau ist ja nicht. Yeah. Push am Bau ist hier nicht. Ja, dann musst du es noch 2-3 Felder tiefer ziehen. Danke, nein. Ich möchte das nicht. Aber es ist eigentlich auch ganz gut, dass wir hier einiges an Erde haben. Da könnten wir oben nämlich dann noch so ein schönes Kottenfeld anlegen. Ne? Weil das brauchen wir ja auch noch. Damit wir uns in Unmengen Kleber herstellen können und Duct Tape. Kohle hier unten, haben wir hier unten bestimmt Kohle, oder? Ach, ne, gar nichts. Wir haben hier gar nichts an Kohle hier. Ich hätte hier schon mal hier unten gerne so ein bisschen Licht. Ein bisschen Licht wäre echt schön. Diese Ansprüche. Ah, das reicht doch so. Die Meldung brauchen wir doch nicht. Oh. Nein! Verdammt! Nein, ich hab mich zweimal verdrückt hier. Wo, ich will sehen. Oh. So eine Kacke. Ei, jetzt hackt wieder weg. Fehler im Parkett quasi. Eieiei. So. Weiter geht die wilde Fahrt hier. Hast du noch Woodframes, Martin? Ja, ich hab noch 90. Okay. Ich hab nur kein Holz.
Ja, das ist nicht schlimm, ich habe noch Holz. Und dann haue ich mir das andere Bier jetzt auch noch rein. Da oben ist doch gerade irgendwas in unsere Spikes gerannt. Kann das sein? Ich hab nichts gehört, aber. Und schon wieder. Ich hör nie was. Ich arbeite ja hier. Bist ja auch taub, ey. Ja, da oben rennt definitiv was rein. Wir müssen unbedingt nach der Verteidigung dann auch mal gucken, ey. Merkst du schon, wenn die Zombies hier unten ankommen? Wir hauen uns dann den einen wichtigen Block weg und da fällt das ganze Zeug zusammen. Genau. Dann auch unbedingt nach der Verteidigung da oben mal gucken. Ja, dass die Schaufel geht nicht ganz kaputt, ne? Nee, geht's noch nicht. Ja. Also entweder hast du eine sehr gute Schaufel oder du hast noch nichts geschaufelt, weil meine war schon dreimal kaputt. 432. Ja, daran liegt's. Ah, ich muss schon sagen, die Nailgun ist schon cool. Repair? Das hätte ich fast gescrapped. Ach ja. Zwerge, hey Zwerge, hey Zwerge, ho. Ja, es ist gerade ein bisschen langweilig für die Zuschauer, aber Leute, es gehört mit dazu. Zu dem Spiel. Jetzt höre ich Zombies. Ah ja, wird ja auch mal Zeit. Wir hier noch Holz? da haben wir gar keins mehr. Frage. Ich denke, oben in der Kiste ist noch welches. Also ich stelle fest, sieht der schlecht Bauch aus. Okay. Kann natürlich auch wieder sein, dass ich wieder blind durch unsere Kisten renne. Aber ich sehe keins. Ah, doch, da. Ja, aber wir müssen demnächst dringend Holz holen gehen. Hi, Martin. Haben wir fast schon schöne Kelle. Können wir tanzen auf der Fläche? Jawohl. Schönes Solo auf ein paar Ketten legen. Muss man die Stützpfeiler in der Mitte doch wieder wegnehmen, damit es eine größere Fläche wird. Das stimmt. Ja, aber muss man aufpassen. Nicht, dass du den Knöchel verstaust, wenn du dann über die Hedge drüber fällst. Die machen wir auch weg. Genau, was weg ist, ist weg. Ich hab noch nicht mal mehr was zu trinken hier, ey. Was ist das für ein Saftladen hier?
Wenn's ein Saftladen wäre, da hättest du doch was zu trinken. Ah, hast du auch wieder recht. Dann kann man jetzt ins Keller. Wobei, was machen wir eigentlich mit diesem Keller hier? Was so, tun wir hier unten noch so rein? Out of wood frames. Ja, dann craft ich mal noch welche. Wie viele braucht man ungefähr? Ach, ich mach einfach mal 30. Mal gucken, wie das kommt. Ey! Geht denn das nicht? Hast du aber oben alles Holz mitgenommen, oder? Ja. Ah ja, das könnte es erklären, wenn man nur mal ein Block aus ist. Warum das dann nicht geht. Ich muss sagen, ich finde das echt krass, ne? Also so im Vergleich, ne? Mit der Schaufel, was das an Stamina frisst, das ist echt immens. Ich hatte anscheinend noch genug im Inventar hier. Nix. Ich hätte gern auch wieder ein paar. Im Inventar. Also dafür, dass die Nailgun Level 1 ist, ne? Trotzdem super. Bei mir hat's gerade durch die Decke geschneit. Ja. Auch nicht schlecht. Ja. Immer mal so wieder ein paar Flöckchen. Ah, hast du die Fugen nicht dicht gemacht, oder? Ah, doch frisch am Bau hier. Also wenn es durch die Steindecke noch geschneit, ne? Dann liegt das nicht an mir. So. Unglaublich, der Keller ist fertig. Ich werd ja wahnsinnig. Oder auch nicht, weil ich habe kein Holz mehr. Verdammt! Ja, das ist aber nicht schlimm. Geh mal schnell Holz holen, so ein bisschen. Fertig. Oh, sorry. Ich gehe jetzt trotzdem Holz holen. Martin, halt dir die Ohren zu. Und auch an die Zuschauer. Denn das eigentlich? Der Baum ist mitten im Stein gewachsen. Wenn ich den wahrscheinlich fälle, dann sterbe ich wahrscheinlich durch irgendeinen Bug jetzt. Ich würde sagen, das merkst du dann schon. Ja, ich möchte noch. Bin so froh, dass ich 120 Leben in Ausdauer habe. Aufgrund von einem bescheuerten Bug will es jetzt nicht unbedingt verlieren.
Ich finde es echt schade, dass auch die ganzen Zombies abgeschaltet haben irgendwie. Martin, was fehlt uns eigentlich denn noch fürs Minibike? Das Buch für den Griff, glaube ich. Also nur noch für die Handlebars, ne? Ja. Soweit ich weiß schon. So. Ja, mal das. Mal wieder ein bisschen Holz hier. Hat er mich direkt. Oh cool, ich habe Mining Helm gefunden. So, wo war denn jetzt der Ball? So, da hätten wir erstmal wieder genug Holz. Ich will jetzt auch die Zuschauer nicht weiter damit quälen. Mit dem Geräusch. Weil wir müssen auch demnächst mal wieder anfangen, Bäume zu pflanzen irgendwann mal. Ich meine, noch Steh haben wir da ja genug, aber. So. Was sagt denn eigentlich unser Feld? Martin? Für mich, Aal. Stimmt. Er scheint bald fertig zu sein demnächst. So. Holz. Nicht mal Erde. Schnee. Knochen. Noch mehr Schnee. Was haben wir denn noch hier alles? Was brauche ich denn jetzt doch? Brauche noch nicht mehr. Klamotten hatten wir, glaube ich, hier drüben hin. Irgendwo. Ja. So, da die Machete hin. Der Crossbow. Nee, nee. So. Ja, ich laufe jetzt mal draußen irgendwie ab noch. Mal gucken, was unsere Verteidigung hier so macht. Ich glaube, danach hat wirklich schon lange keiner mehr geguckt. Oh, oh, oh. So, war alles ganz, ganz frisch, oder? Geht, ja. Geht bisher. Ah, irgendwo sind hier doch Zombies reingerannt, du hast es doch auch gehört. Ich hab Zombies gehört, ja. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, wo die reingerannt sind. So. Es wird. Es wird.
Frage ist nur, wo legen wir jetzt, sag ich mal, wollen wir uns, na, eigentlich ist es ja Schwachsinn, wenn wir es machen. Eigentlich ist es Schwachsinn. Aber Martin, was hältst du davon, wenn wir an unsere Eingangstüren wie so eine Art Schneise dran ballen, dran bauen? Und auch nochmal wie, jetzt macht er die Kiste kaputt. Dass wir das auch mit den Bars so machen. So, oh, du meinst so als Gang oder was? Was meinst du jetzt? Dass wenn die durch die erste Tür kommen sollten, dass wir uns dann immer noch gemütlich verteidigen können. Was hältst du von der Idee? So. Brauchen wir hier die ganzen Knochen, Wasser war ja da unten, das brauche ich. Das kann weg. Kettensäge brauche ich auch nicht mehr gerade. So. Was denn jetzt? Das ist der Keller fertig. Juhu! So, dann hatte ich hier den ganzen Schnee. Ich komm da nicht dran! Geht's doch nicht, Martin. Ich kann mich mehr anstrengen. So, Wasser. Wasser ist für alle da. Das. Was will ich jetzt gerade machen? Ich weiß es nicht. So, was wollte ich jetzt machen? Auf jeden Fall das Glas da unten mal einschmelzen. So, Kohle. Du hast die Kette hier in die Kiste gelegt, deine, oder? Die habe ich oben wieder hingelegt, ja. Aber du kannst die auch nicht auseinandernehmen, ne? Nehme ich an. Ha? Kannst die nicht auseinandernehmen, nehme ich an. Kann ich. Warum? Dann könnten wir aus der Kettensäge den Griff bauen. Aber warum? Naja, fürs Minibike. Ah, jetzt so wichtig ist es jetzt auch noch nicht. Also, wenn wir das nächste Mal einen Ausflug planen sollten, du kannst es ja schon mal da vorne irgendwo hinstellen. Kommst du mit dem Minibike auch durch Türen durch? Ich weiß nicht, ich habe das Ding noch nie benutzt. Ja, kommst du. Kommst du. Okay. Ich muss jetzt auf jeden Fall jetzt erstmal was essen. So. Wäre zumindest schon mal satt, das ist ja auch schon mal viel wert. Dann wollte ich unten. So. Ja, den Schnee habe ich noch einstecken. Dann habe ich hier das. So. Wie war das mit der Kottenfarm? Hast du die schon gemacht? Ist schon fertig? Nee. Natürlich nicht, Martin. Ich kann mich nicht aufteilen. So. Dann muss ich erstmal ein bisschen was trinken hier. Bevor ich hier verdurste.
So. Dann könnten wir schon mal Kleber herstellen. Was wollte ich eigentlich noch herstellen eben? Wir könnten uns ja auch schon mal einen Vorrat an Alkohol herstellen, oder? Bei Gläser haben wir ja eigentlich genug im Moment. Kannst du theoretisch machen, ja. Weil dann könnten wir nämlich auch das ganze Animal Fett mal verballern. Wenn ich mich nämlich richtig erinnere, bei Animal Fett und Alkohol war nämlich Gas. So, habe ich das Rezept natürlich nicht mehr im Kopf. Aber ich glaube, nee, das mache ich in der nächsten Folge. Genau, da haben wir es auch. Kornmehl und Bottled Water. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. So Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns einen Daumen oben da. Endlich haben wir den Keller fertiggestellt. Danke Martin. Und... Willst du etwas sagen, dass wir am Ende sind? Ja, wir sind leider am Ende einer Folge. Sind bei fast 32 Minuten. Und noch kurz zur Info. 7 Days to Die wird jetzt, weil ich noch ein anderes Projekt habe, wird montags, mittwochs, freitags und sonntags kommen. Wenn ich zwischendrin mal mehr Folgen haben sollte, weil wir einfach relativ viel am Stück aufnehmen oder so, werde ich vielleicht mal eine dazwischen schieben. Prinzipiell wird es aber jetzt Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag so sein. Der Uploadplan werde ich jetzt dann auch noch ändern. Also dementsprechend bis dann. Ciao! Ciao!